Hat Masako dich geschickt, um mich von der Infinity-Übernahme zu überzeugen? Wir wissen beide, dass daraus nichts wird. Unser Ruf in der Öffentlichkeit ist gut genug. Der Versuch, Infinity zu retten, würde uns nur schwach wirken lassen. Mit dem internen Neuroamp sollten wir unsere Konkurrenz vernichten, statt sie einzugliedern. Genau deshalb hat Masakos Stunde als CEO geschlagen. Oh, das klingt ja, als hätte Masako dir etwas sehr Ähnliches gesagt. Sie ist nicht der Typ, einen Vorteil nicht voll auszunutzen, besonders weil sie die Übernahme von Infinity für richtig hält. Es würde Ryujins Ruf nicht schaden und uns eine größere Kundenbasis verschaffen. Und mehr Kunden bedeutet mehr Profit. Erstaunlicherweise hast du recht, Agent. Wir sollten dich wohl behalten. Solange alle das Wohl von Ryujin im Sinn behalten, sollte das ein interessantes Meeting werden. Vielleicht nicht für einen Agent wie dich, aber für mich persönlich wird es sicher ein Highlight. Jetzt entschuldige mich, ich habe noch einiges vorzubereiten. Wenn du hier bist, machst du draußen wenigstens keinen Unfug. Der Fluch meiner Abteilung. Wenn du etwas zu sagen hast, fass dich kurz. Das hast du richtig gehört. Alles deutet darauf hin, dass Infinity LTD für uns Pandoras Büchse wäre. Erkläre mir, warum Infinity eine gute Investition ist. Etwas Lachen könnte mir gut tun. Ha! Guter Punkt. Es schadet nie, gut vorbereitet zu sein. Ein Agent wie du sollte das doch wissen. Was den Profit angeht, sind meine Argumente tatsächlich unzureichend. Na, sieh mal einer an. Ich glaube, du hast mich überzeugt. Ein Talent wie du gehört in den Gerichtssaal. Das kannst du laut sagen. Erstens, wenn du das Gerät an mir benutzt hast, zerre ich dich für den Rest deines Lebens von einem Gerichtsverfahren zum nächsten. Zweitens ist die Technik eine Menschenrechtsverletzung, die keine Rechtsabteilung verfechten will. Ich werde tun, was ich kann, damit sie ernsthaft verzögert wird oder nie ans Licht der Welt kommt. Ich bin erfreut und überrascht, das von der einzigen Person zu hören, die einen hat. Masako kann von Glück reden, dass sie dich hat, auch wenn du mir nichts als Ärger machst. Vom internen Neuroamp abgesehen bist du womöglich Ryujins größte Trumpfkarte. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, aber ich muss mich jetzt wirklich meinen Notizen zuwenden. Hallo. Und wie geht es dir heute? Ich hoffe, du hast keine Erinnerungslücken oder Flashbacks oder dergleichen. Das ist großartig. Dann ist das Dominion-Projekt wohl bereit für ernsthafte klinische Studien. Wieder ein Stück näher an der Marktzulassung. Geneviève wird aus dem Häuschen sein. Also, sag mir, was du vom Neuroamp hältst. Ich hoffe doch, du meinst nicht ernsthaft, dass diese Technologie, an der ich seit Jahren arbeite, nie das Licht der Welt erblicken soll. Diese Technik ist bahnbrechend. Mein Lebenswerk. Na schön, erklär es mir.
Und würde ich mich als Erfinderin verantwortlich fühlen? Vielleicht brauche ich doch mehr Daten. Aber ich habe die Technik nur erschaffen. Ich selbst würde damit niemandem schaden. Ich würde dir ja zuhören, aber du wirst mich nicht umstimmen. Außerdem Masako, Alexis, Genevieve, sie wissen damit umzugehen. Die nächste Frage ist dann wohl, was wird aus Infinity Ltd? Das erhoffe ich mir. Sie sind zwar der Außenseiter, aber dort gibt es definitiv das eine oder andere schlaue Köpfchen. Tja, das war definitiv das interessanteste Gespräch, das ich heute hatte. Jetzt können wir nur noch auf das Meeting warten, was? Wir sehen uns dort. Du siehst heute interessant aus. Genau dich wollte ich sehen. Ich möchte mir für dieses Meeting alle Einzelheiten gewiss sein. Und ich halte dich für eine der besten Quellen in dieser Sache. Ein effizienter Austausch. Im Rahmen deiner Aufträge hattest du die Chance, Mitgliedern von Infinity Ltd. zu begegnen. Verdienen sie eine zweite Chance? Und warum? Diese Art von Selbstlosigkeit ist ein Luxus, den ein Unternehmen sich nicht leisten kann. Es ist eine finanzielle Last und wäre für mich ein enormes Unterfangen. Genevieve oder Alexis wären für diese Überlegungen empfänglicher. Ich konzentriere mich lieber auf Zahlen, statt von Gefühlen gelenkt zu werden. Das ist wahr. Infinity hatte nie die Ressourcen, um mit unseren Gehältern mitzuhalten. Uns ihre wenigen fähigen Angestellten zum halben üblichen Gehalt zu sichern, könnte sich auf lange Sicht durchaus auszahlen. Nächste Frage. Was hältst du davon, wie Masako mit dem Verrat umgegangen ist? Bitte erkläre das genauer. Ein gutes Argument. Warum nur reagieren, wenn die Situation auch vermieden werden könnte? Danke für deine Einsichten. Da du mir so bereitwillig geholfen hast, sollte ich wohl fragen, ob ich etwas für dich tun kann. Die Technik ist nur für die gefährlich, die sie sich nicht leisten können. Das treibt die Verkaufszahlen an. Und bekanntlich hasse ich Chaos. Meine Stärke sind Finanzen, das ist also ein gutes Argument. Die Konkurrenz hat die Technik noch nicht gemeistert, aber das kann auch kommen. Dieses Risiko will ich nicht eingehen. Fürs Erste. Nun, das war alles sehr erhellend. Vielen Dank für deine Zeit. Will Masako sicher gehen, dass ich noch auf ihrer Seite bin? Du kannst Masako sagen, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Wir verfolgen nämlich die gleichen Ziele. Wir müssen zuschlagen, bevor die Öffentlichkeit wieder abgelenkt wird. Kostenlose PR ist immer gut, besonders wenn sie uns gut dastehen lässt. Ich kann aus der Sache mindestens ein Jahr gute Presse herausschlagen. Na schön. Nach allem, was du getan hast, hast du dir wohl eine Meinung verdient. Egal, wie unqualifiziert du vielleicht bist. Also, lass hören. Das kannst du laut sagen. Alexis und ich werden uns gegenseitig reichlich Arbeit machen. Wir werden die Sicherheitsaspekte mit Dalton besprechen müssen. Und ich bin sicher, dass wir von Vina eine Art Sicherheitsnetz brauchen werden. Es wird zweifelsohne eine Herausforderung. Wie es scheint, hast du tatsächlich mehr Talente als nur als Agent. Gutes Gespräch. Vielleicht ziehe ich dich in Zukunft wieder zu Rate. Das dürfte ein äußerst interessantes Meeting werden. Ich nehme an, du weißt, welches Resultat Masako anstrebt. Weil du das Werkzeug hast, um das zu bewerkstelligen,
Solange sie den internen Neuroamp auf ihrer Seite hat, ist Masako der Sieg sicher. Wenn es nach mir ginge, hätten wir das Dominion-Projekt schon längst eingestellt. Ich hielt es für ein Sicherheitsrisiko. Und ich hatte recht. Ganz meine Rede. Ich hoffe nur, dass Masako und die anderen das auch so sehen. Wenn wir dafür stimmen, Infinity LTD zu übernehmen, würde das für mein Team einigen Mehraufwand bedeuten. Ich will nicht, dass dieser neue Neuroamp uns noch mehr Probleme beschert als ohnehin schon. Das ist nicht der beste Zeitpunkt, aber davon abgesehen bin ich weder für noch gegen die Übernahme. Das wäre nicht die erste Übernahme in unserer Geschichte und auch nicht die letzte. Wenn Masako Infinity integrieren will, werde ich mich nicht gegen sie stellen. Uns erwarten mehrere Monate Arbeit. Infinity LTD ist nicht gerade für gute Sicherheitsmaßnahmen bekannt. Ich hoffe nur, dass Masako und die anderen genug Geduld für den Prozess haben. Jetzt entschuldige mich, ich habe Vorbereitungen zu treffen. Wir werden Ularos Kündigung bei diesem Meeting bekannt geben. Die Security muss also bereitstehen, um sie aus dem Gebäude zu eskortieren. Ich hoffe, dir gefällt dein neuer Neuroamp. Lasst uns anfangen. Wie ihr wisst, haben wir im SNN erfolgreich die fehlgeschlagenen klinischen Studien und Mordaufträge von Infinity LTD enthüllt. Die Öffentlichkeit will, dass die Leitung, insbesondere Lucas Drexler, vor Gericht kommt. Und er arbeitet sicher schon an seiner Kündigung. Ryujin wird bald eine Stellungnahme abgeben, aber jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, Infinity zu übernehmen. Da stimme ich tatsächlich zu. Die Übernahme birgt Risiken und wird uns allen viel Arbeit bescheren, aber insgesamt wird sie sich für uns auszahlen. Außerdem ist Infinity LTD aufgrund der aktuellen Situation günstiger denn je. Einwände? Nein? Großartig. Dann weiter. Wir ignorieren hier alles, was uns überhaupt erst in diese Lage gebracht hat. Ja, unsere Sicherheit hatte Lücken. Aber Dalton wurde von Masako eingestellt. Das Problem sitzt also ganz oben. Tatsächlich schlage ich hiermit Masakos Absetzung als CEO vor. Du solltest diese Linie nicht überschreiten. Und da du die Verräterin bist, solltest wohl eher du deiner Stellung enthoben werden. Moment. Soll das heißen, du hast gelogen? Dalton. Du selbst hast verkündet, Imogen sei die Verräterin gewesen und die Sache erledigt. Hast du irgendwelche Beweise für diese unerhörte Anschuldigung? Aber natürlich. Den Code, den du auf dieser Slate versteckt hattest und der belastende Beweise gegen Masako auf Lucas Drexlers Computer laden sollte. Ich mache es kurz, Ularo. Du bist gefeuert. Bis zu deinem Entlassungsgespräch wirst du unter Bewachung in deinem Büro bleiben. Das ist nicht fair. Gib mir wenigstens die Chance, zurückzutreten. Damit du direkt bei der Konkurrenz anheuern kannst? Wohl kaum. Ich höre zum ersten Mal davon und werde mir die Beweise genau ansehen müssen. Aber aus dieser Sache kommst du nicht so einfach raus. Wachen, bringt Miss Chen in ihr Büro und seht zu, dass sie dort bleibt. Ihr werdet das bereuen. Ihr alle. Wir werden wohl lediglich bereuen, dir je vertraut zu haben. Nun dann, zurück zur Sache. Wer stimmt für die Übernahme von Infinity LTD? Ich.
Gut. Alexis, setze die nötigen Dokumente dafür auf. Möchte jemand noch etwas zur Diskussion stellen? Also, der interne Neuro-Amp wird den Erfolg von Ryujin Industries für mindestens die nächsten 10 Jahre garantieren. Warum sollten wir ihn jetzt aufgeben, da er funktioniert? Aber es ist wahr, dass wir mit der Produktion warten sollten, bis wir gewisse Sicherheiten garantieren können. Na schön. Wer ist für die Einstellung des Dominion-Projekts? Ich. Wer ist dagegen? Ich. Wir werden besprechen, wie wir in Zukunft mit dem Dominion-Projekt verfahren. Immerhin gehört die einzige Person mit diesem Gerät unseren eigenen Reihen an. Die Forschung am internen Neuroamp geht weiter. Die Gefahren sind notiert. Und ich bin sicher, Alexis und Genevieve können sich um etwaige rechtliche und ethische Probleme kümmern, bevor wir damit auf den Markt gehen. Hat noch jemand etwas vorzutragen? Nein? Dann sind wir für heute durch. Hätte der Tag doch ein paar Stunden mehr. Ihr Agent zieht auch wirklich alles an. Infinity LTD hat eine Lektion gelernt. Und wir haben die Verräterin in unseren Reihen enttarnt. Du hast dich hier bei Ryujin als äußerst hilfreich erwiesen. Ja, ist es wohl. Ich fürchte, in der Geschäftswelt ist Dankbarkeit heutzutage ein seltenes Gut. Ich schätze deine Hilfe bei der Enttarnung von Ularu sehr. Unsere Agents mussten noch nie so umfassend gegen unsere eigenen Leute ermitteln. Das kann für dich nicht leicht gewesen sein, zumal du noch nicht lange bei uns warst. Selten und erst recht nicht in diesem Ausmaß. Ab und an versucht jemand, Informationen zu verkaufen. Aber dank unserer Sicherheits- und Operationsabteilungen kommen solche Pläne nie weit genug, um Schaden zu verursachen. Das war das erste Mal, dass ein Mitglied dieser Abteilungen beteiligt war. Imogen hat sich in dir nicht getäuscht. Wie versprochen habe ich hier deinen Bonus. Ich hoffe, die Summe ist deinen Mühen angemessen. Außerdem hast du dir eine Beförderung mehr als verdient. Glückwunsch! Angesichts deiner Leistung hier ist das schwer zu glauben. Was die Details angeht, wäre es sicher angebracht, dass jemand aus Operations dir alles erklärt.